Java, bist du? Zeig dich. Lava, Lava, Lava. Mr. Lava, Lava. Mr. Lava, Lava. Wo bist du? Scheiße. Da kein Holz mit. Ist nicht wahr jetzt, oder? Ist es nicht wahr? Ätzend. Ätzend, muss ich auch mal hoch. Was bin ich denn für ein Vollprofi? Naja. Vollhongs muss es auch geben. Sonst wäre es ja langweilig. Dann halt nochmal hoch. Neues Werkzeug bauen. So, ab nach oben. Hallo? Ab nach oben. Da fehlt mir ein Block. My Block. My House, my Home, my Block. Wo fehlt mir da einer? Keine Ahnung. Da kann ich jetzt auch nicht weiterhelfen, warum mir der einer fehlt, ey. Das gibt's nicht. Da fehlt mir einfach ein Stack, ey. Das gibt's nicht. Stack, ein Block Kies. So, Schaufel habe ich noch eine. Ach komm. So, das reicht erstmal. Das hau ich hier rein. Das lasse ich schön verbrennen erstmal. Also brennen. Dass ich noch ein bisschen Eisenerz habe. So, abwärts. Und wieder nach hinten. So. Sterb, du Ratte. Da noch einer, oder? Das klang doch gerade wie Zweie. Aber eindeutig klang das wie Zweie. So, ist aber auf der Lava-Suche. Ah, hier ist irgendwo Lava. Auf jeden Fall. Immer aber was Drip Mining. Ich grab mich nach unten. Vielleicht finde ich ja die Lava dadurch. Ich Glück habe. Auf dem linken Ohr. Dem linken Ohr höre ich die Lava. Es wird immer lauter. Ah, da ist er ja. Da ist er, Lava, sie. Ich habe ihn gefunden. Wunderbar. Das finde ich ihn gar nicht. Ich habe nur Halluzinationen und höre das, aber finde es nicht. Oh Mann, es gibt wieder viele Stacks Steinblöcke. Weiter. Mal sehen, wo ich herauskomme.
nicht so sein, der Lavafluss, der Lavasee. Nur ein kleiner Lavasee, leider. Ich hätte mir was Größeres erhofft. Aber es ist natürlich auch nicht so schlimm. Ups. So. Da gibt es ja nicht, alles klar. Hat sich gelohnt auf jeden Fall. Gehen wir mal wieder raus hier. Aber für die Kohle hat es sich gelohnt, immerhin, die es hier gibt. Kleine Kohleader. Ja, wo war ich denn in der letzten Folge? Minecraft, gell? Minecraft war ich denn geblieben. Wie ich zu Minecraft gekommen bin. Ja, wie gesagt, Kronk hat mich inspiriert. Ich habe seine Displays geschaut von Minecraft, komplett durch, alle seit 1000 noch was, wie viel er hatte. Ich weiß gar nicht genau, wie viel das jetzt nochmal waren. Ist schon eine Weile her, wo ich geschaut habe. Ich hoffe, dass er natürlich irgendwann mal weitermachen wird mit Minecraft. Das wäre richtig geil. Denn er macht Minecraft wirklich am allerbesten von allen Minecraftern, die ich kenne. Da kommt keiner ran an ihn. So gut ist er. Und ja, wie gesagt, ich fange auch meine Minecraft 3 Jahre an. Ich bin zwar erst bei 300, knapp 300 Videos knapp, aber das ist auch schon eine Menge, würde ich sagen. Kann man auch schon sagen, das ist mehr als genug. Und ja, irgendwann werde ich natürlich auch eine Pause einlegen, wenn es halt langweilig wird oder öde oder die Luft raus ist, wie auch immer. Da werde ich das natürlich auch mal pausieren. Auf jeden Fall. Dass einfach mal eine Pause drin ist und nach längerer Zeit wieder losgeht und dass auch wieder Spaß da ist zuzuschauen, zum Beispiel. Weil ich merke schon langsam wirklich, wie die Luft langsam rausgeht bei Minecraft. Nach 300 Folgen. Auch wenn ich schon mal mehr eine größere Pause zwischendrin hatte. Und trotzdem merkt man das schon langsam, wie die Luft rausgeht. Nach und nach. Das ist halt so. So ist das halt mit Spielen. Irgendwann hat man da auch keine Lust mehr oder die Luft ist raus. Ja, mal schauen, wie lange ich Minecraft jetzt noch machen werde, bevor ich eine Pause einlegen werde. Aber ich denke mal, ich werde schon noch eine ganze Weile machen, bevor ich eine Pause einlege. Also braucht euch keine Sorgen zu machen. Dass ich jetzt von heute auf morgen aufhören werde, Minecraft zu let's playen. Das werde ich auch definitiv nicht machen. Da werde ich auch davor eine Ankündigung machen, wenn ich das machen würde. Ich habe schon wieder einer. So. Ich werde das natürlich auch ankündigen, bevor ich eine Pause einlegen werde. Bei Minecraft. Da brauche ich keinen Kopf machen, dass das so von heute auf morgen passieren wird. Und ja. Was kann ich noch so erzählen über Minecraft und ja. Wie gesagt, Sachas hat mich auch so ein bisschen inspiriert, mit inspiriert. Mit seinem Sommerland. Was er gemacht hat, das ist auch recht spannend. Das ist eine Eisenspitzsache, ne? Ja. Weil es ist schon recht schön, wie er das macht. Sein Sommerland. Und ja. Jetzt ist mein Inventar natürlich voll gemüllt und Kiste ist auch voll. Schöner Mist. So war das nicht geplant. Die haue ich mal in den Ofen rein, da ist hier noch ein Platz frei. So.
Aber den Ofen. Gut, alles klar.